Herzlich willkommen zur vierten Woche unserer Online-Predigten der Rheinkirche Düsseldorf. Schön, dass ihr dabei seid, entweder auf unserer Website oder auf dem YouTube-Kanal. Es ist mittlerweile schon über einen Monat her, dass wir gemeinsam ganz live und sozusagen zum Anfassen nah Gottesdienst hier in der Luisenstraße gefeiert haben. Und wir freuen uns alle darauf, dass das irgendwann auch mal wieder passiert. Bis dahin gilt es, noch ein wenig durchhalten und Geduld bewahren. Aber Ostern steht vor der Tür und wir haben ein paar Infos für euch zum Anfang, die interessant sein könnten für den einen oder anderen für die kommende Woche. Erste Info ist folgende. Ja, wir feiern am Karfreitag einen Online-Gottesdienst und zwar zusammen mit Sabine und Thorsten in ihrem Wohnzimmer. Das ist die eine Info. Dazu ganz, ganz wichtig zu wissen, diese Online-Predigt, also am Karfreitag, wird am Karfreitag online gehen, aber auch Freitagnacht wieder runtergenommen werden. Wenn ihr also an dem Gottesdienst teilnehmen wollt, tut das an diesem einen Tag, sonst ist die Chance vorbei und ihr könnt nicht mehr darauf zugreifen. Zweite Info zu diesem Karfreitagsgottesdienst, ganz, ganz wichtig, wir feiern gemeinsames Abendmahl. Also wer mitfeiern will, der stellt sich einfach ein ganz kleines Stück Brot und ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Traubensaft neben sich und guckt zusammen mit Sabine und Thorsten und vielen aus der Gemeinde den Online-Gottesdienst und feiert dann eben Abendmahl. Zweite große Info, auch am Sonntag, am Ostersonntag feiern wir Gottesdienst und zwar hier in den Räumlichkeiten, aber mit einer ganz minimal größeren Besetzung, als ich es heute bin und ihr in den letzten drei Wochen mittlerweile schon in diesen Online-Predigten gesehen habt. Seid gespannt, schaltet ein, freut euch drauf. Wir sind auch sehr gespannt, wie das dann nächsten Sonntag aussehen wird. Und dritte Info. Seit über einer Woche gibt es Online-Podcasts und jetzt gibt es ein Special, das heute an diesem Sonntag veröffentlicht wird und zwar haben Raymond Mattis, einer unserer Gemeindeleiter, und ich, Martin Kran, der Pastor dieser Gemeinde, einen Podcast veröffentlicht, in dem wir über schwierige Fragen zur derzeitigen Situation diskutieren. Die eine Frage, die wir diskutieren, ist, wie kann man diese ganzen Bibelstellen eigentlich verstehen, die immer nur vom Schutz Gottes, also dass Gott uns schützt, spricht? Und die zweite Frage ist, die in den letzten Tagen und Wochen immer mehr viral geht in den sozialen Netzwerken, ist diese Pandemie eigentlich eine Strafe Gottes? Darauf wollen wir ein paar Impulse und Andenkimpulse geben. Deshalb schaltet gerne ein. Wir sind gespannt, wie es euch gefällt und gebt uns gerne eine Rückmeldung. Den Kontakt per E-Mail könnt ihr eben auf der Website erfahren. Wir beginnen heute mit der Predigt. Was erwartet uns heute in der Online-Predigt? Was erwartet dich heute während dieser Zeit hier am Rechner oder am PC oder am Desktop? Ich will heute ein wenig auflösen, nicht nur ein wenig, ich werde mich bemühen aufzulösen, was ich in den letzten Wochen eigentlich die ganze Zeit mit diesen kryptischen, komischen Bezeichnungen der behandelten Bibelstellen meinte. Also dieses komische A1, A2, B1, B2 und so weiter und so fort. Da versuche ich heute ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Außerdem, warum diese Abschnitte und die Anordnung der Abschnitte überhaupt wichtig sind für den Philipperbrief und für das Verständnis des Philipperbriefes. Und selbstverständlich gehen wir weiter in den nächsten Textabschnitt, in diesen nächsten kryptischen Textabschnitt, der es dann hoffentlich nicht mehr sein wird, und zwar in den Abschnitt C1 und C2. Aber beginnen wir mit der Bedeutung A1 und A2. Was in aller Welt soll das denn bitte sein? Kommen wir also zu dieser ganz komischen Frage der Aufteilung und was ich damit meine, mit diesem komischen kryptischen System. Professor Dr. Wick, der Theologieprofessor an der Ruhr-Universität Bochum, hat in seiner Doktorarbeit tatsächlich einen neuen Ansatz geliefert, den Philipperbrief zu verstehen. Und ich möchte mit euch in diesen Ansatz ein bisschen reingehen und sagen, warum er so wichtig ist, denn das wird erst mit der Zeit klar. Wir hatten angefangen,
Die Online-Predigt kann man leider nicht einsehen, weil sie noch ganz live hier in der Luisenstraße geschehen ist. Dass Einleitung und Ende, Anfang und Ende des Philipperbriefes, wenn man die Worte zählt, haargenau aufeinander passen, nämlich, dass sie gleich sind. Danach kommt sozusagen die Einleitung des Inhalts in den Philipperbrief mit Inhaltsverzeichnis, mit Intention, warum schreibt Paulus den Brief. Und danach geht es jetzt in den Hauptteil. Und da beginnt A1 die Predigt vor 3 Wochen, die man immer noch online einsehen kann. Und A1 und A2 sind deshalb so spannend, weil sie Gemeinsamkeiten, große Gemeinsamkeiten in Inhalt und Form geben und liefern. Nicht nur, dass die Wortanzahl wieder fast haargenau gleich ist, sondern eben auch Parallelen zu sehen sind in den beiden Texten. Da ist zum Beispiel bei beiden der Selbstbericht von Paulus dabei. Bei dem ersten Selbstbericht spricht er über Gefangenschaft, bei dem zweiten Selbstbericht spricht er über seine religiös-vorbildliche Vergangenheit. Er spricht beides Mal über Gegner seines Auftrages und bei beiden Textabschnitten zum Schluss über Christus und wie viel wir mit diesem Christus über unser Leben hinaus gewinnen und dass dieses Leben eigentlich nur ein Vorhernehmen auf das ist, was noch kommt. Beide Male spricht er eben über Freude in den jetzigen Situationen, in denen sie nämlich stecken, schwere Situationen, also freudige Momente in schweren Krisen, wie wir sie zum Beispiel hier und da auch heute erleben. B1 und B2 folgen beide auf die ersten Abschnitte. Das könnt ihr hier in der Grafik auch sehen. Und interessant ist jetzt, dass auch die beiden Texte Gemeinsamkeiten in Inhalt und Form liefern. Der erste und der zweite Abschnitt, beide fragen danach, wie Jesus sich Leben vorstellt und wie man danach leben kann. Ihr könnt mich, Paulus steht da, auch als Vorbild nehmen. Wieder geht es in beiden Abschnitten um Gegner, die er Feinde des Kreuzes nennt, also ein enorm hartes Gericht mit denen spricht. Also Menschen, die, ja, man könnte sagen, die denken, man könnte Gott irgendwie günstig stimmen durch gute Dinge, die man tut. Und jetzt kommen wir in dieser Grafik eben auch schon zu C1, C2. Sie folgen in einer Linie auf beiden Seiten, könnt ihr das sehen, eben auf A1, A2 und so weiter und so fort. Und dreimal dürft ihr raten oder eben dürft ihr nicht, weil ich euch gar nicht die Zeit dazu lasse, auch hier wieder Gemeinsamkeiten in Inhalt und Form. Und darum soll es heute gehen. Es geht also darum, dass dieser Brief tatsächlich komponiert, bis aufs Kleinste durchdacht und genauso orchestriert ist. Wieder finden wir die gleiche Anzahl von Worten im griechischen Urtext. Wieder geht es um den gleichen Inhalt und wieder gibt es Gemeinsamkeiten, die sich nicht nur in Inhalt, sondern eben auch wieder in Form wiederfinden in beiden Texten. Wir bewegen uns in diesen Reihen A bis C hin zu dem Mittelpunkt des Philipperbriefes. Und diesen Mittelpunkt, den habe ich so gewählt, dass ich bis zum Ostersonntag genau da ankomme, nämlich im Mittelpunkt des Philipperbriefes. Alles zielt genau auf diesen Mittelpunkt hin. Alles konzentriert sich bei Paulus und er formt diesen Brief genau so, um in der Mitte anzukommen und uns zusammen sozusagen das zentrale Thema zu nennen, auf das er die ganze Zeit hinaus wollte. Man könnte meinen, das wäre jetzt alles nur Vorgeplänkel, was er hier tut in A bis C Abschnitt. Aber nein, das ist wie so ein Spannungsbogen, den Paulus aufbaut, um dann hier zu explodieren tatsächlich. Aber dazu später beziehungsweise nächsten Sonntag mehr. Wir müssen ein bisschen noch Schritt für Schritt vorgehen.
Ich werde im C1 und C2 Abschnitt die Elberfelder Übersetzung nutzen, weil sie ein paar Worte nutzt, die eben zeigen, dass beide aufeinander bezogen sind. Gleiche Worte nutzen zum Beispiel. Und Paulus beginnt in C1 mit einem rhetorischen Kniff. Er nennt viermal dieses "wenn irgendetwas passiert". Und das erinnert einen so ein bisschen an eine Wenn-Dann-Formel. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Excel, dem Microsoft Office-Programm, gearbeitet hat, aber das ist eine Tabellenfunktion, wo man sich deutlich besser organisieren kann. Zur einfacheren Organisation von Einzelpersonen, von Firmen, von Rechnungen, von Abläufen sozusagen. Für die Leute, die es nicht kennen, dort gibt es Wenn-Dann-Formeln. Und die funktionieren ganz, ganz einfach so. Wenn ich in ein Feld in dieser Tabelle etwas eingebe, dann kann ich zuweisen, was in einem anderen Feld dann dementsprechend erscheint. Wir nehmen mal ein Beispiel. Wenn ich in das eine Feld die Sonne eingebe, also das Wort Sonne, dann kann ich zuweisen, dass dann, wenn da Sonne steht, in dem anderen Feld die Farbe Rot erscheint. Rot für, in diesem Beispiel, Sonnenbrand, wenn man zu viel Sonne hatte. Oder wenn ich darunter eingebe Schnee, dann kann ich dem eine Dann-Funktion zuweisen. Dann könnte dann die Farbe Weiß kommen. Weiß für, ihr seht es an mir vielleicht, wenn lange Winter war und man in den Frühling startet, dann ist man von dem Hautton einfach häufig sehr weiß. Oder wenn da in diesem Feld Alkohol steht, dann soll die Farbe Blau herauskommen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Hautfarbe, die damit angezeigt wird. Es ist sozusagen eine logische Konsequenz, die in dem anderen Feld vorkommt, wenn ich die erste Wenn-Funktion bediene. Und jetzt können wir uns mal diesen Text durchlesen aus Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Und dann zitiere ich jetzt mal: Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, also wenn es etwas gibt, was mich richtig glücklich macht in Bezug auf Jesus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, also wenn es irgendetwas gibt, was mein Herz wirklich berührt und mich tröstet in schwierigen Zeiten, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, also wenn man so ein bisschen das Gefühl haben will, man will mit Christen zusammen sein, man will so eine richtige Gemeinschaft im Heiligen Geist haben, wenn ein herzliches Mitleid und Erbarmen, also wenn es einen Ort gibt, wo man richtiges, aufrichtiges Mitgefühl bekommt. Und dann kommt die Dann-Funktion. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, denn das haben wir oft gar nicht so sehr auf dem Schirm. Dann beachtet, dass ihr dieselbe Gesinnung habt. Guckt mal im Text C2 nach, da ist auch wieder von derselben Gesinnung die Rede. Dann geht das, indem ihr die gleiche Liebe habt. Dann geht das, indem ihr eines Sinnes seid. Und dann kommt er, dann spitzt er zu auf den Höhepunkt. Dann achtet auf eure Mitmenschen. Wenn ihr das erlebt, dann korreliert das immer mit der Dann-Funktion. Gemeinde, Kirche könnte so einfach sein. Wir denken manchmal, dass Worship-Abende notwendig sind, um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu feiern. Wir sind manchmal der Meinung, dass wir die ganze Zeit zusammenhocken müssten, um ehrliche und gute Gemeinschaft zu feiern. Wir bauen manchmal Seelsorgeteams auf, wahnsinnig gut organisiert, um sicherzustellen, dass alle echtes Mitgefühl bekommen. Aber Paulus ist viel einfacher. Und damit meine ich nicht, dass Worship-Abende oder Sonstiges in irgendeiner Art und Weise verkehrt wären, aber du und ich, egal ob du in einem Seelsorgeteam bist oder bei Worship-Abend bist oder Worship-Abenden bist, egal ob wir uns persönlich, also wirklich körperlich treffen oder nicht, Paulus macht es viel einfacher. Es geht alles durch etwas ganz anderes.
nimm dich zurück. Damit meine ich nicht, dass wir uns komplett selber aufgeben müssten. Denn Paulus schreibt hier ganz bewusst sozusagen schon in Vers 4, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Es geht also Paulus gar nicht so sehr darum, dass er sagt, Leute, ihr müsst komplett zerfließen in Selbstaufgabe für eure Mitmenschen, sondern achte auch auf das des Anderen. Das ist doch mal eine schöne Botschaft, oder? Das ist eine Botschaft, die kurz, knackig und gut passt für alles, was wir tun, reden, denken und planen. Einmal, einfach mal den anderen mit auf dem Schirm haben. Auch für den anderen etwas Gutes tun. Ich hätte viel mehr Bock, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, hier in der Luisenstraße in der Rheinkirche. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Obwohl man schon sagen muss, dass der Typ da hinter der Linse, Daniel, nämlich schon wirklich viel hermacht. Also es macht auch Spaß, mit ihm zusammen hier Gottesdienst zu feiern. Ich hätte viel mehr Bock, surfen zu gehen und in aller Ruhe meinen Urlaub zu nehmen und in den Urlaub zu fahren. Ich hätte viel mehr Bock, die Frühlingssonne zu nutzen, um rauszugehen und mich mit Freunden zu treffen und zu machen. Aber wenn wir etwas von Paulus hier in C1, Kapitel 2, 1 bis 4 im Philipperbrief lernen können, dann ist das, dass wir eben besonders in schwierigen Momenten, wir erinnern uns, Paulus steckt in einer schwierigen Zeit, dass wir eben in diesen schwierigen Momenten nicht nur auf unsere Bedürfnisse achten, sondern auch auf das der anderen. Und es ist Zeit, es ist wichtig, dass wir derzeit auf die Bedürfnisse derer achten, die ganz besonders schutzbedürftig sind und Hilfe brauchen. Christliche Gemeinschaft ist kein Hexenwerk. Es ist, wenn wir die Formel von Paulus anschauen, alles andere als ein Hexenwerk. Es ist ehrliches, offenes Zuhören, miteinander sein, sich eben nicht nur um sich selber drehen, sondern auch um den anderen. Eine einfache Formel, die der Heilige Geist mit einer extra Portion Leben füllen kann. Und darauf hoffen wir, daran glauben wir. Das ist es, was hier in diesem Text wirkliche Freude in Christus ausmacht. Und ich finde, das ist gut praktikabel umsetzbar. Und wann, wenn nicht jetzt, könnten wir genau das tun? Uns fest vornehmen, und damit möchte ich euch und mich und Daniel ermutigen, sich in der Vor-Osterwoche eine bestimmte Situation auszusuchen, eine Tat zu suchen und fest vorzunehmen, in der wir jemand anderen, der gerade schutzbedürftiger ist und mehr Hilfe braucht, etwas Gutes zu tun. Das kann etwas ganz Kleines sein, das kann etwas Großes sein, das kann ein Telefonat sein, in dem man gute Worte für jemand anderes findet. Das kann für die Obdachlosenhilfe ein gepacktes Supermarktpaket sein. Das kann alles Mögliche sein. Und es ist so einfach, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ihr mitmacht in der Aktion vor Ostern, genau das in die Praxis umzusetzen, nämlich eine gute Tat an deinem Nächsten, an einem Schutzbedürftigen. Und für alle, die jetzt noch nicht genug haben, die können sich tatsächlich C2 anschauen und mal schauen, was für Ähnlichkeiten, was für Gemeinsamkeiten wir finden eben zu C1 in Kapitel 2, 1 bis 4. Ich möchte abschließen mit einem Bibelvers aus dem Philipperbrief, der, finde ich, gerade ganz gut in unsere jetzige Situation passt. Da steht in Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich wünsche euch genau diesen Frieden. Ich wünsche euch in Vorbereitung auf Ostern eine gute Tat, eine echte, herzliche Gemeinschaft, die ihr mit euren Mitmenschen teilt, in euren Familien, in euren Beziehungen,
mit euren Kindern oder ohne, mit den Freunden und Bekannten, die euch nicht über den Weg laufen, aber vielleicht über den Weg hören am Telefon. Gott segne euch.